Flüstern mir zu. Feinde nähern sich. Wasser zu stören, ihr werdet ertrinken. Erwacht zum Leben! Erwacht zum Leben! Lasst euch vom Tod umspülen. Seht die Macht des reißenden Wassers! Verzögert nur das unverwandte Rein. Das Wasser ist warm. Lasst euch vom Tod umspülen. Die Dunkelheit lüftet sich. Ich schaue in diese Wasser und sehe kein Spiegelbild. Wasser, nehmt mich auf. In den Sparren! Meine ehrwürdige Bibliothek ist vom Schar besessen! Sie aus sämtlichen Buchstaben dieser heiligen Schriftrollen triefen und sie verderben, sie entweihen. Ich flehe euch an, gütige Fremde. Reinigt diesen Ort von ihrer unreinen Präsenz. Bringt unseren Erzählungen den Frieden wieder. Verdammnis vernichten! Schnell, bevor unsere geschätzte Es ist noch nicht vorbei. Wenn ich das richtig sehe, stehen wir der Probe des Jaungrul gegenüber.
Lasst mich erklären. Es heißt, dass der Yaungul bei seiner Reise über die Kunlai-Ebene plötzlich von zwei seltsamen Kreaturen überfallen wurde. Für die Ahnen! Der Yaungul griff die Bestien entschlossen an. Doch je heftiger er seine Gegner bekämpfte, umso furchteinflößender wurden diese. Sobald er jedoch seinen Angriff einstellte, schrumpften die Bestien fast vollständig in sich zusammen. Es ist nämlich so, dass sich Zwietracht und Streit von Konflikten nähren. Wenn ihr Frieden im Herzen tragt, werden sie sich dort nicht einnisten. Vielen Dank, Helden. Ihr habt diesem heiligen Tempel seinen Frieden zurückgebracht. Und jetzt geht. Ich muss meditieren, bevor ich das Instandsetzungsritual einleite. Die Jadeschlange muss wiedergeboren werden. Von Zweifel erlöst. Ist der Schleier hat sich von meinen Augen gelüftet. Vergebt mir, dass ich an euch gezweifelt habe.